ich sehe hiphop.de, ich sehe 16 Bars, ich sehe diese ganzen Leute, diese ganzen Medien, die über dich schreiben mit großer Überschrift, Chris Harris ist ein Nazi. Bist du ein Nazi? Nein. Also... Ja, ihr habt richtig gehört. Chris Harris ist kein Nazi, oder? Wie hieß denn dieser komische eine Nazi-Rapper? Oh, warte mal, der hat doch aufgehört. Chris Harris. Die Verwirrung ist berechtigt. Wenn ihr euch fragt, warum der Rapper hier und nicht an der Seite von Max Damage aufgetaucht ist, dann seid ihr goldrichtig bei Part 2 der Deutschrap von Rechts-Trilogie. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht geschaut haben, dann holt das schnell nach. Nicht nur, weil er außergewöhnlich gut ist, sondern weil die Kontinuität zwischen der alten und der neuen Rechten dann perfekt ersichtlich wird. Dazu müssen wir Aris mal kurz beiseite lassen, denn auch heute braucht es einen kleinen Theorieblock. Und bevor wir anfangen, ich weiß, wie viele von euch von dem Begriff rechts sofort getriggert werden. Disclaimer: Wenn ich 2024 von Rechten rede, meine ich nicht den klassischen CDU- oder FDP-Wähler. Auch wenn die Parteien verhältnismäßig weit rechts im Bundestag sitzen. Ich mache hier heute auch keine Grundsatzdebatte darüber auf, wie zeitgemäß das Wort ist oder wie inflationär damit rumgeworfen wird und so weiter. Ich nutze es lediglich, weil die neue Rechte, genau wie die Nouvelle Droite in Frankreich oder die amerikanische Alt-Right, nun mal gemeinhin auf dieser Seite verortet werden. Wenn euch der Begriff nervt, dann fragt euch zunächst mal wieso und dann könnt ihr ihn meinetwegen austauschen. Nennt ihn statt rechts Gnaf oder Splip oder was auch immer. Aber bitte heult nicht rum, was ihr für arme Opfer seid, weil ja heutzutage jeder rechts ist. Ich bleibe hier konkret. Und ihr seid es bitte auch. Zum Beispiel in den Kommentaren. Danke. Also, let's go. Der Philosoph Alain de Benoist, ein selbstbetitelter Rechtsintellektueller, nannte die Strategie, altrechte Ideologien salonfähiger zu machen, Kulturrevolution von rechts. Die rechtsextremen Inhalte werden so lange verändert, verschönert, verharmlost, bis sie irgendwann rational und vielleicht sogar cool wirken. Im Gegensatz zu Mein Kampf haben wir blöderweise dieses Mal keine Zitatsammlung, in der ein rechtsextremer Politiker mit zweifelhaftem Charisma die Ideologie der neuen Rechten ohne Rücksicht auf Verluste darstellt. Okay, ja, der Witz wird langsam alt. Sorry, ich bin eigentlich lustiger. Wer die Begriffe prägt, der prägt die Sprache. Wer die Sprache prägt, der prägt das Denken. Wer das Denken prägt, prägt den politischen Diskurs. Und wer den politischen Diskurs prägt, der beherrscht die Politik, egal ob er in der Opposition ist oder in der Regierung. Ich weiß, ihr kennt das ganze Zeug schon. Dennoch muss ich sein Gefasel hier hervorkramen. Denn an Höckes Rhetorik sieht man perfekt, wie die vier im letzten Video genannten Ideologeme des Nationalsozialismus dem Zeitgeist angepasst werden. Der Antisemitismus mit dem Vorwurf des Kulturbolschewismus wird in der neuen Rechten kodiert. Wenige dunkle Männer im Hintergrund, zerfressen durch Gier und Machtstreben, die Hochfinanz würden weit abgeschottet von den Bürgern, die Realwirtschaft und Politik am Nasenring durch die Manege führen. Das Feindbild sind nicht mehr schlicht die Juden, es sind Globalisten, Ostküsteneliten und Lobbys. Die Religion ist erstmal zweitrangig, auch Bill Gates könnte Puppenspieler sein. Aber in vielen Fällen landet man bei diesen Verschwörungstheorien bei George Soros, bei den Rothschilds und so weiter und so fort, die eine neue Weltordnung durchsetzen wollen. Ein Indiz für Höcke für den Einfluss dieser Eliten in Deutschland sei die sogenannte Einwanderungspolitik, die von oben verordnet wurde, mit dem Ziel, das deutsche Volk abzuschaffen. Hier spricht er von der Verschwörungstheorie des großen Austauschs, laut der die natürliche Vernetzung von Ländern und Kulturen ein finsterer Plot von Eliten ist, um den Volkstod herbeizuführen. Wer jetzt Mein Kampf öffnet, sieht, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Und apropos Völker. Analog der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft sieht Höcke das ideale Deutschland als ein homogenes Gebilde, das nicht aus der Ordnung gebracht werden darf. Die neue Rechte argumentiert in dieser Hinsicht meist nicht mit biologischem Rassismus, sondern verweist auf Ethnopluralismus, laut dem jedes Volk einen historisch fest zugewiesenen Raum habe, in dem es auch gefälligst bleiben soll. Höcke schreibt, die Weißen und die Schwarzen seien in Amerika in einer Masse aufgegangen. Und das stimmt. Laut dem AfDler aber sei das ein Abstieg, den wir Europäer schleunigst vermeiden sollten, um die Völker zu bewahren. Natürlich stehen aber nicht nur die Ausländer der Volksgemeinschaft im Weg. Ist Höcke homophob? Nein. Homosexualität ist zweifellos zu tolerieren. Lateinisch tolerare, ertragen. Aber sie zu akzeptieren? Na, so weit würde er nun nicht gehen. Akzeptanz bedeutet nämlich eine positive, befürwortende Zuschreibung eines Zustandes. Deswegen solle man in der Schule Lehrpläne streichen, die zum Beispiel zeigen, dass Homosexualität etwas Normales ist. Diesen Film hier zeigen? Never. So, wir sind fast durch.
Das Führerprinzip, die Ablehnung der Demokratie, wird bei den neuen Rechten zur Sehnsucht nach einem starken Mann, einer geschichtlichen Figur, die die Wunden im Volk heilt und die Dinge in Ordnung bringt. Die neue Rechte möchte die pluralistische Demokratie wie eine Diktatur erscheinen lassen. Denn dann wird Widerstand legitim. Dann kann man ruhigen Gewissens den Parteigeist überwinden und die Scheindemokratie der Kartellparteien verbannen. Das geht aber erst, wenn alle anderen Parteien zerbrochen sind. Aber Franz, egal wie nah die neue Rechte an Hitler ist, immerhin sind sie gegen ihn. Oder? Oder? Ja, zumindest in großen Teilen. Also die Angriffskriege, der Holocaust und so weiter werden natürlich nicht angepriesen. Aber sie werden, teilweise wie bei vielen Neonazis, relativiert. Teilweise sogar so weit, dass historische Fakten zu Verschwörungstheorien gesponnen werden. Die Deutschen hätten Kriege nicht geführt, weil sie so aggressiv gewesen seien, sondern wegen ihres Fleißes und Ideenreichtums. Gerade der Zweite Weltkrieg sei sogar nur ein ideologischer Präventivkrieg gewesen, um der Globalisierung von denen da oben entgegenzuwirken. Hitler war halt in die Ecke gedrängt von... keine Ahnung, von irgendwas halt. Vielleicht hat ihm mal jemand gesagt, wie dumm er sich beim perspektivischen Zeichnen anstellt oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls solle man dem NS nicht so viel Bedeutung beimessen. Es brauche eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Also auch mal die guten Seiten betrachten und sich vom Schuldkult lösen. Höcke geht nicht so weit, den Holocaust zu leugnen. Steht ja auch unter Strafe. Aber die neue Rechte supportet diejenigen, die da mal kritisch nachfragen und zelebriert diese Gestalten als Koryphäen der Meinungsfreiheit. Aber das ist Björn Höcke auch, was man unter anderem auf diesem mittlerweile gelöschten Foto sehen kann. Zwei Männer, die sich weder mundtot noch unterkriegen lassen. Ja, natürlich waren die beiden Buddies. Der Ebersberger Chris Ares trat durch die AfD schließlich erst so richtig ins Spotlight. Genauer gesagt durch eine Wahlparty in München 2016, bei der er sogar auf der Gästeliste stand. Dort eskalierte ein Zusammenstoß mit Demonstranten, was die Medien auf den Plan rief, die sich nach und nach an Ares abarbeiteten. Zu Unrecht. Ihr habt dieses eine Bild, was euch die Antifa oder die Fotografen der Antifa geschickt haben, benutzt, um einen bösen, rechtsradikalen Neonazi darstellen zu können. Ich denke, ihr habt das alle sehr begrüßt. Okay, selbst wenn wir hier das Bild gerade rücken und Ares kein böser, rechtsradikaler Neonazi ist, beherrscht und propagiert er das Drehbuch der neuen Rechten wie aus dem SFFF. In Lyrics und in Interviews. Fangen wir doch mal ganz oben an. Laut Ares seien die Medien von Hochfinanz und kleinen Klicken okkupiert. Welche Clique ist damit gemeint? Ich empfinde tiefe Ablehnung für Menschen, die Völker und auch Deutschland vernichten wollen. Radikal. Ja, da gibt es ganz viele Familien auf der Welt, egal ob das jetzt ein Herr Soros ist, ja, der... Die Globalisten. Naja, klar. Die strippen es ja sozusagen hinter dem Ganzen. Ich möchte nicht, dass Iraker, Iraner, Deutsche per Genozid abgeschafft werden. Möchte ich nicht. Was der Rapper hier wie aus dem Lehrbuch zitiert, findet sich auch in seiner Musik wieder. Wir zerschlagen unsere Fesseln zwischen Hutern und Geheimplan. Sind Kämpfer, auch die BRD wird Deutschland überleben. Jeder weiß es, keiner sagt was, darf kein Deutscher drüber reden. Ist der Austausch längst ins Rollen gebracht. Ihr seid Verräter, ihr habt Unheil übers Volk gebracht. Geisteskrank und voll durchdacht. Medienmanipulation, sie suggerieren Feindbilder. Antideutsche Abschaum, aber leider habt ihr keinen Schimmer. Diese Verschwörungstheorie des Hutenplans lässt bis heute so einige Verlorene glauben, dass der große Austausch bereits läuft oder kurz bevorsteht. Warum? Naja, weil der Eugeniker Ernest Hutten 1943 im New Yorker Picture Magazine gefordert hat, das deutsche Volk zu unterwandern, um den Faschismus aus ihnen zu brüten. Und wie wir alle wissen, ist ein 80 Jahre alter Artikel ein Beweis dafür, dass sich die globalistischen Mächte danach gerichtet haben und ihr Plan aufgehen wird. Kausalität? Nä. Was den Umvolkungskram angeht, ist Ares auffälligster Song Fremdbestimmt, der gleichzeitig Promo für den gleichnamigen Spiegel-Bestseller von Thorsten Schulte ist, mit dem der Rapper im Musikvideo vor einer Pinnwand voller Fotos, Zeitungsschnipsel und Zitaten steht. Schultes Buch, dessen Cover nur zufällig Illustrationen wie diesen hier ähnelt, relativiert in mehreren Kapiteln die Angriffskriege und den Holocaust. Und mein Lieblingskapitelname ist, warum Juden, Russen und Deutsche auch Opfer der gleichen Täter sind. Da fehlt jetzt nur noch die musikalische Untermalung. Unsere Medien werden okkupiert von Hochfinanz und kleinen Klicken. Stelle mich vor Basen, um die Kriegsverbrecher heimzuschicken. Der Verfassungsschutz ist lediglich die Hand von dieser Machtelite. Hass und Kriege, sie machen uns krank. Und sie erschaffen Krisen. Führer dieser Welt nutzen Migranten als Erpressungsmittel. Wer die Zügel wirklich hält, das kannst du nicht in Pressen finden. Fremdbestimmt beklagt, wie viele andere Songs in Ares Diskografie, Auswüchse des US-Imperialismus, Guantanamo Bay, Hiroshima, Nagasaki und so weiter.
Ein paar Kommentare unter dem ersten Video baten mich, Max Damages Aussagen gegen Israel nicht einfach als Antisemitismus beiseite zu wischen, weil man Netanyahu und Co. gerechtfertigt dissen kann. Also hier nochmal. Ja, all die geopolitischen, machtorientierten Auswüchse dürfen oder müssen sogar kritisiert werden. Aber nicht so. Wer legitime Kritik mit haltloser, konspirativer Polemik gegen die da oben, Hochfinanz und kleine Klicken vermischt, lässt am Ende nichts von den positiven Anklängen übrig. Je substanzloser und tendenziöser, desto eher entsteht der Eindruck, dass solche Verweise hier lediglich als Schutzmechanismen dienen, auf die man bei Vorwürfen des Rassismus, Antisemitismus oder Verschwörungsglaubens verweisen kann. Tiefgang, Fehlanzeige. Und apropos Verschwörung, die Strippenzieher haben laut Ares einen finsteren Plan. Genau wie Höcke ist er sich sicher, dass sie einer gesunden Völkeraufteilung aktiv im Wege stehen. Natürlich möchte ich auch, dass in jedem Land auf dieser Welt die indigene Bevölkerung die Mehrheit stellt. Ich habe auch mit vielen Afrikanern schon gesprochen, die wollen auch, dass in Afrika hauptsächlich Schwarze leben. Ja, das ist normal, sonst würde es nicht Afrika heißen. Ja, genau, genau. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch, dass in Deutschland hauptsächlich Deutsche wohnen. Du willst jetzt einem aus Simbabwe ja auch nicht erzählen, dass er gar kein Land oder Raum hat, in dem er sich aufhalten darf. Das wäre ziemlich rassistisch. Und genauso sehe ich das halt auch gegenüber Europäern. Ja, sind es wirklich du und ich, Chris, denen gesagt wird, sie dürfen sich nicht in Deutschland aufhalten? Ist dieses Problem bei uns breitschultrigen Allmanns wirklich an der Tagesordnung? Oh mein Gott, hat er gerade Allmanns gesagt? Also ich finde einfach, dass der Begriff Allmann per se was mit Hitler zu tun hat. Ja, hier war ursprünglich ein kleines Segment zu Cashmos Nationalstolz und Jule Wasabis historischem Unvermögen geplant. Es hat aber nicht hundertprozentig zum Thema gepasst. Wenn ihr an dem Part Interesse habt, dann schaut doch mal bei meinem Patreon vorbei. Dort wird das Video am Ende des Monats erscheinen. Und es gibt auch andere Benefits, zum Beispiel Zugriff auf den anstehenden Recherche-Livestream zu Achse Ost-West. Ihr hättet meine Danksagung, die ihr hier auf diesem Monolithen finden könnt. Und ich zeichne euch auf dem zweiten Level sogar einen Avatar, der in jedem meiner Videos auftauchen wird. Also, wirklich Dank an alle meine Patreonos. Ich bin überwältigt von eurem Support. Aber zurück zu Chris Ares. Genau, das war die Begründung vom Verfassungsschutz, warum ich überwacht werde. Weil ich behaupte, dass jedes Volk auf der Welt seinen Raum hat. Das ist der Hauptgrund. Du wirst nicht für die Ansicht überwacht, dass jedes Volk seinen Raum hat, sondern weil du dich mit Leuten umgibst, die das als Legitimation sehen, eine großflächige, verfassungswidrige Remigration zu planen. Die Beseitigung der Gruppen, die deiner Meinung nach der Hochkultur nicht gewachsen sind? Wie ist das zu verstehen, dass die Menschen dieser Hochkultur nicht gewachsen sind? Naja, also es gibt ja Menschen, die kommen zu uns, wie du jetzt beispielsweise. Mhm. Ganz viele Osteuropäer, Engländer, Franzosen, Skandinavier, Amerikaner oder USA, US-Amerikaner, die eigentlich aus Europa stammen. Auch Japaner, Asiaten, die passen sich hier super an. Und deswegen gibt es Menschen, die kommen hierher und die können sich anpassen, integrieren oder sogar bestenfalls assimilieren. Und dann gibt es hier einfach Kulturen, die passen nicht zu unserer Kultur und die möchte ich auch hier nicht. Weil ich eben nicht möchte, dass Schwule vom Dach geworfen werden oder dass Frauen gesteinigt werden, weil sie vergewaltigt wurden. Und solche Argumente sind uns allen bekannt. Auch andere Parteien fordern eine Abschiebung von kriminell gewordenen Migranten. Die Rhetorik in dieser Hinsicht ist in den letzten Jahren auch abseits der AfD explodiert. Der Rapper geht aber noch einen Schritt weiter. Denn obwohl er sagt, und ich bin ein Freund des sehr genauen und sehr definierten Sprachgebrauchs, beruht diese Freundschaft nicht auf Gegenseitigkeit. Denn wie bei seinen Aussagen zur Geopolitik, ist es bei Analysen derartig sensibel, ich habe gerade Anführungsstriche gemacht mit meinen Fingern. Also bei solchen Analysen ist es unumgänglich, präzise zu sein. Durch seine stumpfe Schwarz-Weiß-Sicht überträgt Chris Ares eine nachvollziehbare Kritik an Clans, einer fundamentalistischen Auslegung des Islams und so weiter, auf alle Moslems in Deutschland. Und hier zeigt sich der Kern des Problems. Denn obwohl der Rapper sagt, egal woher du kommst, egal wie alt du bist, egal wie krass du bist, welches Auto du fährst, wie viel Geld du hast, gib mir Respekt. Egal ob der am Anfang Murat oder Dennis heißt, wenn er mir Respekt gibt, kriegt er den Respekt zurück. Ist es halt nicht Dennis, dessen Kultur er pauschal als unterlegen einstuft. Ich finde es ja gut, dass er Murat Respekt gibt. Dem Murat, der keine Schwulen vom Dach wirft, Frauen steinigt oder Clanstrukturen hochzieht. Aber Spoiler, das machen die meisten Muslime hier nicht. Und noch ein Spoiler, wenn es zu der von deiner Crew geforderten Remigration kommt, ist auch Murat weg vom Fenster. Ares differenziert nicht. Das ist nämlich, auch wenn Populisten das immer und immer wieder als einfache Lösung anpreisen, in der Praxis auch gar nicht so einfach. Das ist das Problem, Chris. Deswegen wird dir Rassismus nachgesagt. Ich habe schon wieder die Anführungsstriche. Auch wenn du ja nichts gegen die Flüchtlinge hast.
Ich habe nie Moslems als meinen Gegner gesehen. Ich habe nie Schwarze als meinen Gegner gesehen. Und ich habe auch nie Migranten, die auch illegalerweise nach Deutschland kommen, das sei jetzt mal völlig dahingestellt, als meine Gegner gesehen, sondern immer nur die Politik. Aber ich bin radikal, ja. Radikal kommt aus dem Latein von radex. Radex bedeutet im Latein etwas, ein Problem oder etwas von der Wurzel anzugehen. Also du planst mit deiner Musik Ursachenforschung und keine Symptombekämpfung. Genau. Ursachenbekämpfung. Ah, ich liebe es, wenn dieser leere Begriff als Schutzschild benutzt wird, um sich gegen jegliche Vorwürfe der Migrationsfeindlichkeit zu wappnen. Ein besseres Schild gibt es im Game einfach nicht. Warum? Naja, erstens muss man sich nicht mit Kulturkontakt oder Integration auseinandersetzen. Die Probleme werden dahin geschoben, wo man sich jeder Verantwortlichkeit ruhigen Gewissens entziehen kann. Zweitens ist es Wasser auf die Mühlen derjenigen, die gegen die da oben wettern. Denn die sind ja Teil dieser Kaste, die Afrika und den Nahen Osten überhaupt erst ausgebeutet haben. Drittens klingt das Wort halt auch noch echt geil. Ursachenbekämpfung. So richtig sorgfältig auf den Grund gehen halt. Natürlich ist das alles nur Schein. Rechte Politiker sind klassischerweise nicht dafür bekannt, die wirklichen Ursachen wie den Klimawandel anzugehen. Im Gegenteil, sie finden diejenigen, die Syrien und die Ukraine offiziell politisch destabilisieren, sogar ganz gut. Und wenn Ares sich darüber beklagt, dass indigene Völker Großkapitalisten weichen, dann sollte er vielleicht mal drüber nachdenken, dass er das musikalische Sprachrohr der Partei ist, die Bolsonaro abgefeiert hat. Aber lasst uns mal weitergehen. Zum Thema Sexualität. Oh boy, ich kann kaum abwarten, was hier auf uns zukommen wird. Es ist völlig in Ordnung, dass es Menschen gibt, die für sich irgendwann entscheiden, sich in ihrem Körper nicht wohlzufühlen. Finde ich völlig in Ordnung, ist nicht meine Sache. Oder auch, was Menschen in ihrem Schlafzimmer privat tun. Ja, solange sie glücklich sind. Genau, ist mir völlig egal. Und hier findet sich endlich mal was Positives an Chris Ares. Denn diese gesunde Einstellung zeigt, dass Toleranz und Akzeptanz etwas Wichtiges in seinem Welt. Nein, das war nur ein Witz, es geht weiter. Aber man muss den Kindern nicht einpredigen, dass es normal ist, transsexuell zu sein. Ein Vorbild, was ich zum Beispiel unseren Kindern vermitteln möchte, ist eine gesunde Familie. Mutter, Vater, Kinder. Man versucht ja auch komplett das Familienbild zu zerstören. Wir sind eine aussterbende Zivilisation. Als strammer Deutscher hat Chris natürlich nichts gegen Homosexuelle oder Transmenschen. So wie diese Moslems, die Schwulen vom Dach schmeißen. Sexuelle Minderheiten aber als ungesund, unnatürlich und unnormal hinstellen und die Auseinandersetzung mit dem Thema weitgehend zu verdammen, ja, das ist unserer Hochkultur angemessen. Wie dem auch sei. Um die radikalen Maßnahmen zugunsten einer ethnisch reinen, gesunden deutschen Leitfamilie durchzusetzen, ist unsere Demokratie mit diesen langatmigen Legislaturperioden zum Scheitern verdammt. Das wird in Defend Europe mehr als deutlich. Ich bin rechts und unser Kommen ist europaweit zu spüren. Bin im Recht und jetzt erst recht. Welche Teutonen über Dünen übernehmen jedes Land? Das ist die Rückkehr der Germanen. Da wir opfern unser Dasein nur aus Rücksicht auf die Ahnen. Eure voll vermummten Pappvisagen werden mittels Panzerwagen durch das ganze Land gejagt, um euch Maden dann anzuklagen. Nach der deutschen Wende, wenn das Land in unseren Händen ist, dann sehen wir, wen es am Ende trifft und wer von uns verängstigt ist. Habt eure Meinung. Denkt, wie ihr wollt, aber niemals mit Gewalt. Seine Umsturzfantasien bringen uns schließlich zur Gretchenfrage. Nun sag Chris, wie hast du es mit dem Hitler? Bist du ein Nazi? Nein. Also, ich bin kein nationaler Sozialist. Ich bin auch kein Fan von Sozialismus. Ah, ein Klassiker. Also, Sozialdemokraten und Kommunisten waren die ersten KZ-Insassen? In der Nacht der langen Messer wurde der sozialistische Flügel der Partei ermordet? Gewerkschaften wurden zerschlagen? Wie können die denn bitte Sozialisten sein? Ah, es steht im Namen. NSDAP. Allein dieser Schnipsel ist ja relativ entlarvend. Also würde mich jemand fragen, warum ich kein Nazi bin oder Nazis nicht gut finde, würde ich auf, naja, auf das hier irgendwie verweisen? Ares hingegen macht aus Reflex den NS zu etwas Linkem und stellt seine politischen Gegner im Umkehrschluss mit den Nazis auf eine Seite. Dieses Nazis-sind-Sozialisten-Ding ist geschichtswissenschaftlich zwar nicht haltbar, aber nicht jeder, der das in der Vergangenheit angeführt hat, war ein NS-Apologet. Sebastian Haffner vertritt in seinen Anmerkungen zu Hitler die gleiche These. Das ist zu kritisieren, macht aber sein in großen Teilen hervorragendes Buch nicht schlechter. Es gibt übrigens eine tolle Version auf Audible, falls wer Interesse hat. Heutzutage aber ist diese Gleichsetzung ein klassischer Taschenspielertrick, der eigentlich nur noch von Geschichtsnoobs benutzt wird. Für Ares sind Nazis nicht nur Sozialisten, er geht sogar einen Schritt weiter. Ja, bei der Einordnung politischer Strömungen hat der Gute generell etwas Nachholbedarf. Aktuell ist das politische Spektrum, wenn es links, Mitte und rechts gibt, das politische Spektrum von CDU bis FDP ist links außen,
Ja, also wir sind ganz links außen. Und Ares hatte auch noch nie Bock darauf, mit diesem Hitler überhaupt in Verbindung gebracht zu werden. Ruhig die letzte Bastion der Nation, die schließen sich uns an nach jeder ausgeführten Aktion. BDP, der letzte Fels der Brandung, macht sich stark für euch. Ja, zu euch bedeutet nicht dem Folgen eines harten Kreuzes. BDP. Ah, das Bündnis Deutscher Patrioten, die den Holocaust als staatlich verordnete Wahrheit verkaufen. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Schön. Um 2020 wurde Ares sowohl von YouTube, Spotify als auch von Amazon gekillt und lernte, dass das allseits beliebte Argument der Meinungsfreiheit bei privaten Firmen und verfassungswidrigen Äußerungen nicht so ganz zieht. Der Rapper juckelte noch ein wenig im Niemandsland rum, versuchte erfolglos mit Immobilien oder Vereinen seine Existenz abzusichern, bis er am 25. September 2020 theatralisch auf Instagram seinen Abschied verkündete. Aber da Chris Ares Deutschrapper ist, kam er nach dem Karriereende wieder zurück. 2 Jahre später für einen Track, der zwar mehr nach Contra K als Kategorie C klingt, in dessen Video aber auch wieder ein bekannter Neonazi rumturnt. Ein Neuanfang war dieses Comeback also nicht. Der Song wurde im Studio von NDS Records aufgenommen, neuer deutscher Standard. Ein Label, das seit Jahren versucht, einen neuen Shootingstar zu züchten. Die Resultate sind allerdings weniger Ares und mehr Efialtes. Okay, das klang im Skript irgendwie viel cooler. Die Resultate sind allerdings nicht Ares, sondern Ass. Guck mal, Frauen. Was für Frauenrechte? Ich bin eine rechte Frau, jetzt haben Gäste, ich lass meine Frau sprechen. Ich bin stolz auf mein Land, so wird es immer sein. Die Zeit ist gekommen, uns von Vorurteilen zu befreien. Bis in die Ewigkeit schlägt unser Herz vereint, auf dass der Adler wieder in die Lüfte steigt. Okay, aber auch wenn das einige vergessen haben oder ehrlich gesagt nie wussten, auch Chris Ares war nicht so ein guter Rapper. Unerreibe die Texte in dunkelsten Nächten, die Zeilen, sie teilen, sie funkeln und brechen durch mitten der Wolke bedeckten Himmel, der hier alles verdeckt hat, Trikoma und Dreck heran, keiner der 100 ein Rapper hier draußen kommt annähernd nur an mein Level heran, denn ich schieße die Wörter wie mit einem Maschinengewehr raus in die Nacht auf die Wecker und wandern. Baller wie eine AK-47. Einer von diesen NDS-Versagern ist Proto, der Kollabopartner von Max Damage, was zeigt, dass diese Neurechten keine Probleme haben, sich mit selbstbezeichneten Nazis zusammenzutun. Egal, Boyka ist mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahre alt. Seitdem war Funkstille bei Chris Ares. Zumindest musikalisch. 2023 legte er seinen Bachelor Professional als Schornsteinfeger ab und war darauf so stolz, dass er den Meisterbrief direkt einrahmte. Moment, warum hat er denn da eine Cam in der Hand? Hi, ich bin der Christoph und gemeinsam mit meiner Partnerin bilde ich. Wir sind Hochzeitsfoto- und Videografen und leider erleben wir bei einigen Pärchen immer wieder die sogenannte Discount-Variante. Das ist ein Begriff, den wir erfunden haben. Denn viele der Pärchen da draußen wollen an ihrem großen Tag möglichst viel Geld sparen. Also wäre das hier ein schmalzigeres Video, würde ich an dieser Stelle den Refrain von Schrei nach Liebe einspielen. Trotz allem, was der gute Christoph auf seinem Lebensweg so getan hat, solche Videos machen mich irgendwie stutzig. Diese Nervosität beim Einsprechen, die Einrichtung der Wohnung und ein ernsthaftes Hobby, das so weit weg von dem ist, was einen Chris Ares mal ausgemacht hat, all das mag täuschen. Aber vielleicht drückt es auch nur irgendeine Harmoniebedürftigkeit aus, die tief in dem Typen schlummert. Man muss meiner Meinung nach auch einem Chris Ares die Chance bieten, in die, nennen wir es mal, normale Gesellschaft zurückzukehren. Ob das gewollt ist, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich sehe bei ihm zumindest irgendwie, irgendwo, irgendwann eine realistische Chance auf einen richtigen Neuanfang. Ganz im Gegensatz zu unserem nächsten Kandidaten. Musik 2015 haben ein paar Freunde und ich in einem T4 den Balkan erkundet. Und ich erinnere mich ganz genau an einen Abend in Ungarn, an dem ich im Soplica-Rausch mein Handy mit der Bluetooth-Box gekoppelt habe. Nur um kurz danach angemacht zu werden, ich solle gefälligst die stressige Scheiße ausmachen. Die stressige Scheiße war das frisch releasede Album Waage und Fische von Chris und Abstrakt. Die Beine zum Lotus gekreuzt, die Hände zu Namaste, stützend den Rücken an eine Schwertklinge gelehnt. Um meinen Hals Milarepas Knochenbrosche, Schneelöwenfellgürtel zusammengehalten von einem Doppeldorge. Es entsteht ein Loch im Orbit, unser Siegel gespiegelt, zusammengesetzt entriegelt eine verschlossene Pforte für Wesen der Unterwelt. Abstrakts dreckige, roughe Stimme, die Mission eines buddhistischen Kriegers, der die Welt von materialistischen Reichsdieben beschützt,
und uns dabei in ein Universum voller mystischer und magischer Geschöpfe mitnimmt, all das präsentiert er mit Hilfe eines einzigartigen Rap-Stils, dem er trotz aller Vorwürfe immer treu geblieben ist. Ich bin darauf gekommen, weil Leute mir immer vorwerfen, ich könnte nicht flowen oder ich wäre immer offbeat, aber ich bin das gar nicht. Keiner hat einen flüssigeren Abhack-Flow als Abstrakt. Ich bin halt keiner, der die standardmäßigen Flows bringt, mit dem Rhyme immer auf der Snare. Ich lasse mich vom Takt nicht einzwängen. Ich will, dass der Beat das macht, was ich möchte. Und es ist für mich in Ordnung. Auch wenn die Kostüme leichte Cosplay-Vibes haben und vor allem Chris Rumgehample sehr an 10-Jährige erinnert, die Dragon Ball Z nachäffen, sind die beiden absolut einzigartig. Was auf der größten Single des Albums der einzigste in aller Deutlichkeit... Nee, der Track heißt wirklich der einzigste. Wag und Fisch ist der einzigste. Komm hier auf keinen um die Ecke mit, es heißt aber der einzige. Bist du gestört im Kopf? Es heißt der einzigste. Du hörst es doch so. Abstrakt kümmert nicht, was andere denken. Eine im Rap bewundernswerte, im wahren Leben aber auch oft in die Misere führende Eigenschaft. Bei der Erscheinung von Waage und Fische war Abstrakt aka Claudio bereits eine Untergrundlegende. Seine Releases datieren bis auf 2001 zurück. Einigermaßen bekannt wurde er um 2009 durch das Buch der drei Ringe. Und hätte man damals gewusst, wohin der Rapper sich entwickeln würde, hätte man mit viel Wohlwollen Frühwarnzeichen erkennen können. Abstrakt sah sich immer als ein Verfechter des Buddhismus und der inneren Ruhe. Aber so ein Warrior braucht es eben auch nur dann, wenn von außen eine Gefahr lauert, die den Menschen aus seinem natürlichen Zustand bringt. Manchmal schlummerte diese Gefahr aber auch im Inneren des Staates. Krafträder und Kanäle sich schließen, ich werde das nicht zulassen. Nein, werden sie nicht zulassen. Weiter Wunder entfalten, mit dem Blick aufs Handy konditionierst du dich selbst, den Kopf unten zu halten. Pass auf, wie sie reden wollen. Heutzutage bedeuten Wörter das Gegenteil. Volksvertreter sind auf Friedensmission. Ja, sowas klingt 2024 sehr befremdlich, aber machen wir uns mal nichts vor. Damals war dieses Verschwörungsgelabere noch kein zwangläufiges Zeichen für vollkommenen Realitätsverlust. Zum Glück, sonst hätte ein Moloch Dilemma 14 Jahre nach Apokalypse jetzt nicht das zweitbeste Album 2023 hinlegen können. Über die Jahre wurde deutlicher und deutlicher, der Hass auf Obrigkeiten und die Ablehnung einer modernen Gesellschaft war nicht nur Teil von Abstrakt, sondern auch von Claudio. Er war zwar irgendwie ein Name im Untergrund, aber das garantiert dir kein Leben in Saus und Braus. Eher im Gegenteil. Darf ich fragen konkret, was du arbeitest tagsüber? Ich bin gerade Küchenhilfe. Auf dem Schiff oder in einem Restaurant? Oder? In der Großküche von einem Altenheim. Für große Touren war Claudio nie geschaffen. Die Probleme mit anderen connecten zu können und das Unbehagen in der Öffentlichkeit zu stehen, wurde von ihm vielfach thematisiert. In einem Interview von 2014 wurde bereits klar, dass irgendwas in ihm am Brodeln war. Deswegen kann ich als Buddhist auch trotzdem mal von einem Katana sprechen oder von der Desert Eagle. Ich mache das ja nicht, um martialisch zu sein oder destruktiv, sondern um destruktive Gedankengebilde zu zerschießen oder denen einfach den Kopf abzuschneiden. Diese Waffen für mich, das sind Symbole, Aspekte des Geistes, die dir helfen im mentalen Krieg, gegen Störgefühle, gegen falsche Ansicht. Das sind die Feinde. Und damit kommen wir wieder auf meine Balkantour zurück. Beim Betrachten der provisorischen Zeltlager in Belgrad wurde mir und meinen Freunden das erste Mal aus nächster Nähe deutlich, welchen sozialen Zündstoff die Flüchtlingsbewegungen mit sich bringen sollten. Ähnlich wie bei Corona in den frühen 2020ern waren die Jahre 2015 und 2016 richtungsweisend für die Politik. Große Krisen wirken vor allem auf instabile Persönlichkeiten wie Gift. Und Abstrakt war schon früh anfällig für sowas. Ich habe eigentlich alles durch, so außer jetzt so Shore. Ich bin auch zum Buddhismus gekommen, weil ich über meine Drogenerfahrung überhaupt rausgekriegt habe, wozu der Geist eigentlich in der Lage ist. Dass ich im Geist Türchen öffne. Andere Denkweisen, andere Ebenen für andere Wahrnehmungszustände und Geisteszustände, die man halt normal, wenn du dich so bewegst, halt nicht hast. Genau. Und glaubst du, es gibt eine Zeit, wo man irgendwie, wo Selbstverteidigung oder sowas notwendig ist? Mit Sicherheit. Es gibt immer Situationen, wo man vielleicht auch angegriffen wird und so. Und dann sage ich auch, als Buddhist sage ich ja, dann verteidige dich so. Schlag ins Gesicht, aber ohne Zorn. Weißt du, wie ich meine? Okay. Du schlägst ihn ja nicht, um ihm bewusst zu schaden. Du schlägst ihn, um dich zu schützen, ja, okay, oder jemanden, der halt mit dir ist. Jetzt. Wovor der Lüdenscheider sich um 2015 schützen musste, waren Menschen aus dem Süden. Um diese Zeit kippte seine fragile Person langsam ins Destruktive. Der psychische Ballast fand ein Ventil in Hass und Ablehnung. Und Abstrakt fühlte mehr und mehr den Drang, sich gegen das Fremde wehren zu müssen. Zum Beispiel, indem er 2016 zur Wahl von Norbert Hofer aufrief, ein Ehrenmitglied einer völkisch-nationalistischen Schülerverbindung und späterer FPÖ-Politiker, der sich unter anderem gegen das Adoptionsrecht Homosexueller aussprach und im Angesicht der Flüchtlingskrise Verständnis dafür äußerte, dass Österreicher zunehmend Waffenbesitzkarten beantragten.
Und apropos Waffe, kurz nach der bedeutenden Silvesternacht 2015-2016 verpackte der Rapper seine Überzeugungen erstmals im musikalischen Gewand, also so richtig. Am 26. Januar erschien Walter, ein wegweisender Track für seine Diskografie. Es sind 108 Schuss in der Walter 969. Radikale Buddhisten werden Freigeist und Dharma beschützen. Ich bin Deutscher, ihr Heuchler, tragt die Nettigkeitsmaske. Macht auf Taubstumm, selbst wenn Abgründe sich auftun. Passt auf mit euren Behauptungen. Viele wählen genau das, wofür die anderen sie halten. Denn der Stamm ist gespalten. Versteh mich nicht falsch, wenn ein Mensch vor mir steht, ist es der Mensch, der vor mir steht und nicht der Glaube, den er lebt. Doch ihre Aushängeschilder sind für mich das Übel in Person. Ich spüre die Dämonen in jeder ihrer Religion. Ein Walter-Modell mit der Nummer 969 gibt es nicht. Abstrakt spielt hier auf hindu-nationalistische Extremisten an, die in Myanmar, angeführt von Ashin Wiratu, mit Gewalt und Mord gegen die muslimische Minderheit vorgehen. Der Rapper rechtfertigte sich später für die Nummern, die würden sich ja nur auf die drei buddhistischen Zufluchtsjuwelen Buddha, Dharma und Sangha beziehen. Und ja, Claudio, das stimmt, aber daher stammt ja auch der Name der Terrorgruppe. Nach so einer Logik könnte man ja auch stolz unterm Hakenkreuz rappen, da es für Ewigkeit und Spiritualität steht. Also, so blöd kann ja wirklich keiner. Dass abstrakt auch Ole Nidal ganz wohlgesonnen war, komplettierte dann nur das Bild. Interessanterweise war Walter ursprünglich noch radikaler getextet. So habe die mit viel Wohlwollen ambivalente Line »Ich spüre die Dämonen in jeder ihrer Religion« vor der Änderung noch »Ich spüre die Dämonen in ihrer Wüstenreligion« gelautet. Also, wie bei Chris Ares, eine Verunglimpfung aller Moslems. Egal ob ISIS-Schläfer oder 0815-Pflegekraft mit Kopftuch. Dass Questgott sich hier nichts aus den Fingern saugt, hört man deutlich in der entsprechenden Stelle des Tracks. Der Reim passt so einfach besser. Diese ganzen völkischen Vokabeln, Angst vor der Meinungsdiktatur und der Appell, die eigene Kultur gegen Moslems zu verteidigen, stießen nicht nur vielen Fans, sondern auch dem Label, anderen Rappern und den Rap-Medien bitter auf. Am 12. Januar 2017 gab 5-8 Musik schließlich die einvernehmliche Trennung bekannt, weil die Philosophien sich zu weit voneinander entfernt hätten. Und 2 Monate später rechnete sein Ex-Label-Kollege Rough Kid mit abstrakt ab. Ach, das hat uns alle geschockt, Abs in der Box war fast nur noch Schrott. Mein Gott, Walter, du kratzt dir den Kopf, verschanzt in dein Loch. Sie haben Post, aber Abs hat bereits alle Kommentare geblockt. What? Social Media, denen ist egal, was du machst, radikal, weg vom Esoterika. Mal euphorisch, mein Choleriker. Unterm Strich Buddhist, überzeugt, dass mit dem Islam die Probleme kamen. Wie dem auch sei. Nach seinem Abgang blieb Chris als einziges Zugpferd zurück. Aber auch der machte ein paar Monate später die Biege. 5-8 Musik war schon immer Underground. Aber der Weggang von Waage und Fische versetzte Lüdenscheids bekanntestem Label den Todesstoß. Aber besser tot als hirntot. Denn abstrakt sollte in den folgenden Jahren einen wirklich dunklen Abstieg hinlegen. Weil er sich in Lüdenscheid natürlich nicht mehr blicken lassen konnte, ging es zurück in die Kärntner Berge nach Österreich. Er war wieder daheim. Bringe ins Wasser, ein Bad im Kristallsee. Ich höre immer jung, im Wald ist es ruhig und ich zähl meine Narben. 9, 10, 11, 12. Durchziehen den Kampf mit wehenden Fahnen. Schlage zurück, bekämpfe die Feinde mit Klingen aus Eis. Und als er dann solche Hooks anstimmte. Mablurat, mein Boden, Mablurat, mein Boden. Hier geboren, ging verloren und nun wieder zurückgezogen. Mablurat, mein Boden, Mablurat, mein Boden. War jedem klar, Claudio ist verloren. Kein Normaldenkender hätte ihn zu dieser Zeit noch relativiert oder in Schutz genommen. Oh, wow, wie ist dieses President-Video hergekommen? Jetzt, wo er endlich weg vom Kalifat von Nordrhein-Westfalen war, bandelte Abs direkt mit der Identitären Bewegung an. Ein Feature mit Chris Ares und Shoutouts von Tilman Knechtel waren dann nur folgerichtig. Obwohl sein Blut seinen Boden gefunden hatte, blieb das Leben in Österreich nur ein kurzes Intermezzo. Abstrakt zog irgendwann um 2021 rum nach Sachsen. Ich liebe die Berge, ich liebe mein Land, liebe mein Land, liebe mein Land. Mittlerweile heißt er allerdings... Nee, komm, warte, wir machen's anders. Ich zeige euch mal einen Ausschnitt aus einem Kongress der jungen Alternativen. Und ihr müsst Claudio finden. Wir hoffen darauf, dass hier viele neue junge Hydra-Leser dabei sind und viele Leute halt mitkriegen, dass es unser Projekt überhaupt gibt. Für welche Altersgruppe sind die Comics? Ja, völlig unterschiedlich. Wir haben ja eins ab 16, eins mussten wir sogar ab 18 machen, weil ganz schlimme Indizierung in Deutschland. Na? Seht ihr ihn? Das ist Geister. Ja, ihr habt richtig gehört. Abstrakt hat sich irgendwann in eine Comicfigur verwandelt. Seine Entstehung wird in der 3. Ausgabe der Hydra Comics, politisch unkorrekte Bildgeschichten, nachgezeichnet. Ja, die Hydra im Marvel-Universum steht aus Nazis. Ja, ich habe 10 Euro für das Heft bezahlt. Lass mich in Ruhe. Wisst ihr, prinzipiell ist die Idee, sich als Superheld verewigen zu lassen, ja, ganz geil. Aber, naja, seht selbst. Im Heft findet sich zunächst eine Biografie seines alten Ichs.
das sterben musste, damit Geilstar zum Leben erwachen konnte. Es ist erhellend zu lesen, dass Waage und Fische von Spotify genommen wurde, weil Chris Management nicht mehr wollte, dass ihr Schützling mit der Pflaume assoziiert wird. Aber abseits dessen findet sich hier wenig Kontroverses. Unfreiwillig lustig hingegen ist die Origin-Story von Geilstar. In einer sehr subtilen Gesellschaftskritik durchtränkten dystopischen Welt werden 5 Jungen verfolgt. Bist du nicht geboostert, Simon? Du Spast! Fuck, Mann! Ich krieg von der Scheiße Migräne! Jeder hat doch irgendwas wegen der Booster. Hat der Autor dieser Dialoge überhaupt mal echte Menschen sprechen? Oh, ich verstehe. Geilstar rettet jedenfalls mit sicken Waffenskills und seinen Huskies die Jungs und erklärt ihnen dann, warum sie überhaupt in Gefahr sind. Sie jagen euch, weil ihr keine Opfer seid. Zumindest noch nicht ganz. Ihr seid junge Männer. Lebendig. Stark. Und weiß. Naja, Geilstar ist auf dem Papier bereits irgendwie lächerlich. Aber das ist noch gar nichts gegen diese LARP-Convention, die er in irgendeinem Wald bei Cottbus abzieht. Das ist das größte Trauerspiel, was ich je von einem vormals interessanten Rapper gesehen habe. Und ich habe viel gesehen. Und hören wir mal auf die Texte. Ich ehre die Ahnen, beweg mich auf deren Spuren, anstatt zu lutschen bei diesen unterlegenen Kulturen. Ich kann mir vorstellen, wie das in den Ohren klingt, meiner non-weißen Stammesbrüder, die teils hier geboren sind. Wenn ich auf die Frage, warum ich den Osten gern habe, sage, da ist doch nicht so viel gesockt auf der Straße. Für ein besseres Deutschland und ein besseres Europa. Die Goblins hassen mich, denn mein Rap ist nicht koscher. Das Namenlose genießt mein vollstes Vertrauen. Wir werden als Volk geprüft, auf Teufel komm raus. Aber wisst ihr, was noch bemitleidenswerter ist? Obwohl Claudio dem Verlag so richtig schöne antisemitisch-rassistische Promo gewidmet hat und die Ausgabe der Hydra Comics stolz seinen Kühlschrank ziert, gibt es in Ausgabe 4 kein Geilstar mehr. Selbst diese Loser hatten keinen Bock mehr auf ihn. Der Typ hat eigentlich niemanden. Wobei, er ist sich nicht komplett selbst überlassen. Denn irgendeine arme Seele muss ja für diese komischen Cosplays die Kamera halten. Ja, Geilstar hat eine Gleichgesinnte. Sie veröffentlicht Tutorials über die ganzheitlichen Effekte der C-Impfung und verhökert die selbstgeschnitzten Runen ihres Freundes neben Heilsteinen und weiterem Gewäsch auf ihrer Website. In mir schlägt selbst jetzt das Herz eines Vaters und das macht mir Angst, denn meine Ansichten wären radikaler. Ich bin wiedergekommen, denn in diesem System darf mein Junge nicht aufwachsen in einer Waldhütte. Auf Wunsch für die Zukunft meines Sohns wagte ich den Weg zurück in die Zivilisation. Doch echte Germanen unter dem Sternenzelt passen nicht rein in diese sogenannte moderne Welt. Oh boy, ich hoffe, das endet nicht wie das Family Meeting in The Shield. Egal. Also, was normalerweise das Jugendamt auf den Plan rufen müsste, ist bei Claudio natürlich wieder Schall und Rauch. Er wäre so, so gerne ein Märtyrer, ein Superheld, ein buddhistischer Krieger, würde sich aber im echten Leben nie wagen, was er seit Jahren prophezeit und lebt seine wirren Fantasien in seinen Texten aus. Dadurch Geilstars Musik natürlich kein Geld reinkommt und er sich nicht in die Öffentlichkeit traut, beschränkt sich sein Leben jetzt darauf, frustriert in einem Kostüm vom Mittelaltermarkt im Wald rumzulaufen und sich dabei in 15 Frames pro Sekunde zu filmen oder filmen zu lassen. Moment, wie finanziert er diese Kostüme überhaupt? Eine Menge verstaust in meine Engelbettstrauß. 4 Uhr Feierabend, endlich nach Haus. Gott sei Dank, er hat endlich eine Beschäftigung gefunden. Nein, nein, Claudio, leg das weg, das sind keine Pistolen. Hör auf damit, bevor dein Chef dich sieht. Zu Hause bleiben und abkassieren? Ja? Bei der Zeit, wo man sich die Frage stellt, ob sich's lohnt, Hände schmutzig zu machen für legales Geld. Denn das, was ich für meine Tat bekomme, wird mir dann direkt wieder vom Vaterstaat genommen. Direkt. Er schränkt die Perspektive ein. Mein hart erarbeiteter Lohn soll nicht für Parasiten sein, sondern der Familie bleibt. So. Und hier, als ich diesem schönen Lied während meiner Recherche so lauschte, fiel mir ein klitzekleines Detail auf, das aus der Fehde mit seinem ehemaligen Label hervorging. Und zwar der mittlerweile gelöschte, 2016 aus dem 5-8er-Camp getätigte Vorwurf, Abstrakt lebe seit Jahrzehnten von Sozialhilfe. Glücklicherweise semi-dokumentiert in laut.de-Kommentaren von Sotan und Nutzer 55987. Grüße gehen raus. Erinnert ihr euch noch an diese Aussage? Ich bin gerade Küchenhilfe in der Großküche von einem Altenheim. Naja, in einem Interview mit Visavi konkretisierte er sein Arbeitsverhältnis. Also ich bin schon ganz normal im Berufsleben auch so. Darf man fragen, was du machst, oder? Ich mache eigentlich, also die meisten, also momentan mache ich nichts. Aber wenn ich was mache, dann eigentlich hauptsächlich im Sozialbetreuer oder im therapeutischen Bereich. Wisst ihr, wenn ein durchtrainiertes Alpha-Tier wie Chris Ares in seinem Wahn glaubt, er könne Deutschland von linkem oder migrantischem Pakt befreien, dann sollte der Verfassungsschutz das beobachten. Aber wenn ich sowas hier im Nachhinein höre, dann muss ich echt sagen, und ich übernehme jetzt mal einen klassistisch verachtenden Duktus, dass wir hier keinen Superheld, keinen Märtyrer,
sondern den buddhistischen Arno Dübel vor uns haben, der sich seit er denken kann von Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahme geschleppt hat. Claudio, wie kannst du es dir rausnehmen, Flüchtlinge als Sozialschmarotzer und andere Menschen als Parasiten zu bezeichnen, wenn du in dieses Land gekommen bist und Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte lang fürs Nichtstun Geld vom Staat erhalten hast, dem du jetzt das Existenzrecht absprichst? Nur um deinen Größenwahn zu finanzieren. Du hast einen Dreck zu dieser Gesellschaft beigetragen. Ganz im Gegenteil. Deine Esoterik-Faschismus-Pipeline hat sicher noch einige erleuchtete Waldorf-Linke mit in den Abgrund gezogen. Wenn du die Menschen, die laut deiner Argumentation gesocks sind, abschieben willst, dann fang doch bitte mit dir selbst an. Und damit wären wir auch schon am Ende angelangt. Mir ist klar, dass man die beiden auch gut ins letzte Video hätte einbetten können. Vor allem abstrakt. Dennoch finde ich es wichtig, zwischen beiden Phänomenen einen Unterschied zu machen. Sei ja auch noch so klein. Also, wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann liked, subscribed und Patreoned. Nächste Woche setzen wir uns mit einem Phänomen auseinander, das ein bisschen komplizierter zu erklären ist. Also, ich versuche mal einen Ansatz zu machen.